In letzten Folgen. Erklärt mir das! Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt. Vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Was habt ihr gemacht? Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am... Diesen Verbrecher nach Val Royeaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Ach! Dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Hallöchen Leute und herzlich willkommen wieder bei Dragon Age Inquisition. Und ja, wir spielen weiter. Und ich heiße der Alter Sax. Ich bin euer Alter Sax. So. Ich bin hier, dann schauen wir mal einfach hier, was es da gibt. Vielleicht schalte ich hier eine Karte. Eine Karte ist verdammt. Also dieser Drachenstein. Der ist schon mal helfen. Auf nächste Quest. Ich muss mich verarschen. Wisst ihr, nicht alle Zwerge mögen Höhlen. Das bedeutet, wir müssen den Höhle, ob der, die Höhle oben in der Hügel am Weg zwischen Reliefen und Hafen besuchen, falls ihr das die Magie der Tempeln vorbeikommt. Es lohnt sich, die Post andere, die ich je nach weiter an der Oberfläche gesucht habe. Okay, gut. Ja, scheißegal. Schauen wir mal durch. Okay, das wird. Auf nimmer Wiedersehen! Abholen wir ein bisschen, weil ich hab das zu spät. Tut gerne mal. Na, komm. Der ist tot. Der tot. Der Hühnchen. Hühnchen. Schon wieder dieser Drachenstein gemacht. Bis. Okay, Hülle haben wir schon eine. Haben wir noch was hier? Nüpp. Gehen wir weg. Au, au, au. Ziege. Ich glaube nur eine. Das ist der letzte, oder? Alles. Ajo, Erfolg gleich. Geil. Gehen weiter. Ladet weiter. Geil. Ja. Ah, ist hier jemand zu quatschen. Oder zu schießen. Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Eine Späherin? Wird vermisst?
Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Wir unterhalten uns später. Okay. Gehen wir weiter. Schauen wir, ob wir finden diese Elfenspielerin. Boah, Junge. Schick mich nicht so, ich hab gedacht, Gegner kommt. Dies wäre ein guter Ort, um zu lagern. Ja, und das habe ich auch vor. Geil. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, schön. Macht, okay. Schlimm wir kurz. Aufgewacht. Ich muss hier mal hingucken. Nö, niemand mehr. Nur uns drei gibt's hier. Kein Fenster. Ja, ja, ist gut. Boah, Leder. Es gibt nichts zu berichten. Hier gibt's irgendwas. Endlich Gegner! Ich habe gehört, eure Bücher sind recht erfolgreich, Meister Tethras. Ich komme zurecht. Das freut mich. Wirklich? Ganz ohne Sarkasmus oder Standesdünkel? Wir leben in dunklen und zornigen Zeiten, Kind des Steins. Vieles, woran die Leute glaubten, liegt in Scherben. Wenn ihr ihnen mit den Welten, die eure Bücher füllen, einen Hauch von Frieden bringt, habt ihr mehr getan als die meisten anderen. Das finde ich geil. Na komm, hoch. Stimmt es, dass die gesamte Wirtschaft der Zwerge auf Lyrium basiert? Mehr oder weniger. Auf dem Nackmarkt sind wir auch führend. Also. So. Und die Zwerge von Orsamar haben das Lyrium nie studiert? Jedenfalls ist hier oben nichts darüber bekannt. Warum fragt ihr? Es ist der Quell aller Magie. Mit Ausnahme der Magie, die uns Zauberern innewohnt. Nur. Zwerge sind in der Lage, es gefahrlos abzubauen. Ich frage mich, ob sie nicht mehr darüber erfahren wollten. Na, die Burschen in Orsamar haben außer ihrer Tradition nicht viel im Kopf. Hätte sowas noch was gegeben, oder was? Okay, warte. Feinde. Desertierte Templer! Ja.
Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Ja, wird auch nicht schlechte Idee. Ach, du Scheiße, nächste. Warte, irgendwas warte ich hier. Glaube ich V, gell? Das war in diese Richtung. Es sieht aus, als hätte hier jemand ein Picknick veranstaltet. Ihr wart doch zu Anfang der Meinung, unser Herold Andrastes sei in den Angriff auf das Konklave verstrickt gewesen, nicht wahr, Sucherin? So, nehmen wir das, mal sehen, was der hat dabei. Nur Gold, okay. Ja, in Ermangelung einer anderen Erklärung schienen die Beweise erdrückend zu sein. Und doch habt ihr eure Meinung geändert. Ihr habt die Stimmen im Tempel doch auch gehört. Ist es denn so überraschend, dass ich ihnen geglaubt habe? Bedauerlicherweise ja. Zu wenige der Mächtigen besitzen den Mut, einen einmal eingeschlagenen Pfad wieder zu verlassen. Sie fürchten, sie könnten dadurch schwach erscheinen. Die Wahrheit ist mir wichtiger als mein Ruf. Und wer auch immer mich der Schwäche bezichtigen möchte, kann es gerne versuchen. Oh. Leute, wir sagen das war's und wir machen das in nächster Folge. Ciao!